Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, dass wir einmal finden unter Dungeon Schlachtzüge, dann Dragonflight Dungeons und hier haben wir das Achievement Ein Schleim in Not. Für dieses müssen wir folgendes abschließen: Besiegt die Verseuchung von Galakrond in der Dämmerung des Ewigen auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch, nachdem ein verwirrter Schleim auf den Rücken gesprungen ist und ihr vom Seuchen Rückgewinnung getroffen werdet. Oder wurdet, so rum steht es da drin. Genau. Also als allererstes müssen wir zu dem Schleimboss. Und hier ist es dann so, dass wir nicht den Boss gleich angreifen, sondern hier in diese Ecke laufen. Und zwar haben wir da oben so einen Schleim. Und naja, wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, wann er runterkommt, aber muss anscheinend hier dran stehen. Und irgendwann entscheidet er sich halt, dass er runterspringt. Den kann man dann anklicken und das sollte auf jeden Fall euer Tank machen. Warum? Dieser Strahl, von dem man getroffen werden muss, geht immer automatisch auf den Tank. Und dementsprechend, ja, ist das einfach die einfachste Möglichkeit. Es kann natürlich auch ein anderer Spieler nehmen, dann muss er sich halt zusätzlich zum Tank noch mit in den Strahl reinstellen, ist halt ein bisschen unnötig. Und jetzt ist es so, ihr habt den Buff drauf, oder besser gesagt den Debuff, und ihr spielt den Boss jetzt erstmal ganz normal runter. Nach ein paar Sekunden fängt er an, hier diese Seuchenrückgewinnung zu casten. Und jetzt seht ihr, hat er den Schleimbuff von uns gefressen, also wir haben ihn nicht mehr drauf und der Boss hat ihn drauf. Ich bin mir jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, eigentlich müsste das schon reichen. Die Bosse machen in den anderen Phasen auch nochmal diesen Strahl. Man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob der Boss das quasi in jeder Phase fressen muss, weil das ja quasi drei Bosse sind in den verschiedenen Phasen. Jetzt sind wir hier gerade in die zweite Phase gegangen. Lasst am besten einen Strahl pro Phase durchgehen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So haben wir das auch gemacht. Im Normalfall sollte es aber eigentlich schon in der ersten Phase geklappt haben, ne? Die Mechanik, dass quasi der Tank hier die Orb kriegt, wie ich jetzt gerade bekommen habe, spielt er auch ganz normal. Also da ändert sich quasi nichts. Die muss ja der Boss immer fressen über quasi diesen Strahl, den wir eben gesehen haben. Also das bleibt komplett gleich. Gut, mehr ist es eigentlich nicht. Dann spielt er einfach die Bosse ganz normal runter. Und sobald ihr dementsprechend dann den Boss besiegt habt, gibt es einmal das Achievement und ihr könnt weiter zum nächsten. Sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.